Herzlich willkommen zu einem neuen Toy Review, heute mit Legion Class Air Vehicon der aktuellen Transformers Primeline. Eine sehr schöne Figur gehalten in einem Lila mit Silber, typisch halt für die aktuellen kleinen Legion Class. Sinn ist hier in dem Moment, dass die Gelenkigkeit sehr klein ist. Die Waffen unterscheiden sich leider nicht sehr von den anderen Figuren, das heißt, sie wiederholen sich immer wieder, sind miteinander kombinierbar. Die Vielfalt der Waffen lässt hier leider sehr zu wünschen über. Da könnten sie ruhig was verbessern. Ich glaube, mittlerweile es gibt nur 3 verschiedene von diesen Waffen. Die hätten sie ruhig individueller gestalten können, um auch die Vielfalt zum Verbinden zu geben. Ja, die Figur, ich möchte sie einmal in Aufnahme zeigen. Wie gesagt, in einem Lila ganz normal gehalten. Manche Lila-Komponenten sind metallisch. Man sieht es hier. Hier oben sind metallische Streben dran, die metallisch leuchten. Ansonsten ganz normal Lila. Das Lila fluktuiert leicht. Ja, wie soll ich sagen? Es wirkt, man sieht es hier jetzt auch sehr schön perlmuttartig. Hat einen leichten Blauschimmer. Die Details sind auch sehr schön gehalten. Füße. Die Figur ist an sich sehr stimmig gehalten. Vorne mit dem Decepticon-Symbol. Ich habe leider eine Figur erwischt, wo hier oben die Farbe ein bisschen abgeplatzt war von Hause aus. Ansonsten, ja, ich habe knapp 3 Euro für gezahlt. Das geht. Das Rückenmodul. Die Waffen lassen sich hier befestigen. Und wenn man das jetzt so sieht, hinten Hasbro Tomy, was in Japan ja Tomy Takara ist. So. Stecken wir mal zur Seite. Geliefert wird er natürlich auch hier mit dieser schönen typischen Legion Class Verpackung. Artwork. Decepticons gegen Autobots. Oben der Robotermodus. Und einmal der schöne Fahrzeugmodus. Sehr windschnittig. Normalerweise sind die Vehicons ja in dem normalen Fahrzeugmodus, das heißt in einer Art schwer gepanzerte Limousine. Hier natürlich jetzt unter dem Kommando von Starscream damals umgebaut und flugfähig gemacht worden. Dadurch haben sie jetzt diesen Raumschiff-Modus, wie auch immer. Das erste Mal aufgetreten in der Folge, wo das Tor nach Cybertron geöffnet werden sollte und die Leichen durch das Dark Energon quasi wieder zum Leben erweckt werden sollten und auf die Erde gebracht werden sollten. Ja, kommen wir aber erstmal zur Figur wieder zurück. Die Figur selbst, wie es halt typisch ist bei Legion Class, ist sehr eingeschränkt von der Bewegung. Das heißt, die Beine sind steif, kann sich jetzt hoch runter bewegen, bisschen zurück bewegen. Die Arme, auch nur ein einziges Gelenk oben an der Schulter. Durch die Schultern hier oben ist die Figur, was die Bewegung angeht, sehr eingeschränkt. Man kann jetzt die Flügel nach hinten klappen, das macht die Bewegung deutlich besser. Man sieht es hier oben, es knallt nicht mehr so stark aneinander. Geht also. Die Verwandlung ist ganz simpel, wie es typisch für Legion Class ist, was ich allerdings auch sehr schön finde. Vor allem, ich muss sagen, die Kinder heutzutage, ich habe das jetzt auch schon sehr oft erlebt im Kindergarten und egal wo ich auch hingehe, die Kinder haben teilweise ihre Matchbox-Autos und das ist natürlich genau die richtige Größe dafür. Ja, für die Verwandlung, die Beine rumklappen. Zusammendrücken. So, das ist quasi der Frontkühler.
Dann die Armor. So, ich kann mal gucken. Überlegen. Genau. Die Arme unten anwinkeln. So. Die Flügel nach oben. Einmal so umklappen. Jetzt mache ich gerade irgendwas falsch. Ich muss gerade mal gucken, was mache ich denn jetzt falsch. Genau. Ich habe meinen Fehler schon entdeckt. Kann natürlich passieren. Diese Figur hat hier oben ein Gelenk in der Schulter. Das können Sie einmal nach unten winkeln. Und hier genauso. Einmal. Die Arme direkt hier unten in den Füßen einrasten lassen. So. Wenn Sie quasi die Karosserie sonst. Dann einmal die Flügel wieder. Und einmal zusammenklappen. Und schon hat man die R-Vehicon-Drohne. Ein schönes Spielzeug, sehr windschnittig, wie gesagt, sehr futuristisch gehalten, vor allem in diesem schönen Metallic-Look. Ich zoome gerade mal ran. Man sieht hier, wie schön sie natürlich in diesem bläulich-lila schimmert. Exzellente Arbeit. Die Figur an sich hat auf den Flügeln jeweils, einmal hier und hier an der Seite jeweils Konnektoren. Das heißt, die Waffen können entweder hier unter den Flügeln angebracht werden. Heute habe ich es aber auch. Irgendwie klappt das hier nicht wirklich so, wie es soll. Oben drüber geht leider nur. So. Schöner wäre es natürlich gewesen, wenn es unten drunter befestigt worden wäre. Dann einmal hier an der Seite kann die Waffen noch befestigen. Oder auch anderweitig befestigen. So, quasi ist eine Art Säge. Ja, zurückverwandeln, wie gesagt, geht auch sehr einfach. Hochklappen, rumklappen, Flügel erstmal rum, dann Arme wieder hoch, so, Hände runter, Beine auseinander, Flügel wieder öffnen und fertig ist die Vehicon-Drohne. So, eine schöne Figur. Dafür, dass ich knapp 3 Euro dafür gezahlt habe, auf jeden Fall war es den Preis wert. Momentan muss ich sagen, habe ich sie nicht häufig gesehen. Ich hatte echt Glück. Ansonsten, Toys R Us habe ich sie noch nicht gesehen. Rossmann habe ich sie gesehen. Müller leider bis jetzt noch nicht. Ansonsten, ja, im Online-Store kann man nochmal gucken, ob man sie vielleicht irgendwo bekommt. Oder bei eBay halt. Ansonsten, wenn ihr die Legion Class wirklich mögt, eine Figur, die ich mir auf jeden Fall holen würde an eurer Stelle, es lohnt sich. Ja, so viel dazu. Wie immer, Kritik, Wünsche, Anregungen in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch was und bis zum nächsten Figuren-Review. Bis dahin, euer Rex.